Was sagt die Bibel über Engel? Welche Hierarchie herrscht im Himmel? Gibt es Ränge, die zwischen Gott und Mensch stehen? Ein Seraph, einer der höchsten Engel, sind um Gott herum. Die Seraphim sind Engel, die in den Lehren der abrahamitischen Religionen von Gott erschaffen wurden und ihm untergeordnet sind. Schauen wir uns mal an, was die Bibel dazu sagt. Die Engel Gottes, die Seraphim. Mit einem Haar bedeckte er, als Zeichen seiner Ehrfurcht, sein Angesicht, mit einem anderen, als Zeichen der Demut, seine Füße, und mit dem dritten flog er, um seinen Auftrag zu erfüllen. Gesenius und Christ schreiben dem Wort, Seraph, die Bedeutungen brennend und erhoben zu. Die Seraphim führen sie auf letztere Bedeutung als Erhabene zurück. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk, und es starb viel Volks aus Israel. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und zieh sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind und Dürre, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und zieh sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Freue dich nicht gänzlich, Philistea, das zerbrochen ist der Stock, der dich schlug. Denn aus der Wurzel der Schlange wird ein Basilisk hervorkommen, und seine Frucht wird sein eine fliegende, feurige Schlange. Ausspruch über den Behemoth des Südens. Durch ein Land der Bedrängnis und der Angst, aus dem Löwin und Löwe, Ottern und fliegende feurige Schlangen kommen, tragen sie auf den Rücken der Eselsfüllen ihren Reichtum und auf den Hackern der Kamele ihre Schätze zu einem Volk, das nichts nützt. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, und mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach: Wehe, mir! Denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. In Jesaja 6, Vers 2-7 sind die Seraphim, plural, erhobene Wesen, von denen als einzige Handlung berichtet wird, dass einer eine glühende Kohle vom Altar nahm, diese an den Mund des Propheten brachte und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Der Unterschied zwischen Seraphim und Cherubim ist vielleicht, dass die Erstgenannten Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes, das heißt, von seiner Natur, ablegen, während Letztere die Grundlagen seiner gerechten Herrschaft über die Erde verdeutlichen. Nach diesem schaute ich. Und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und zugleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß,
war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardestein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen.